Als erstes nun Burgen unter Palmen, eine Reportage von Luc Leisen aus Bern. Sie kamen übers Meer schon vor 500 Jahren. Weiße Händler und Piraten, Abenteurer, Emissäre der Höfe von Lissabon und Den Haag, London und Berlin. Goldküste, der Name allein schon. Die Atlantikstrände Westafrikas waren jahrhundertelang der Marktplatz für Europäer auf der Suche nach Sklaven, Elfenbein, Gold und schnellem Profit. Und sie bauten Burgen unter Palmen, jede Faktorei eine Festung. 60 Schlösser allein an der Küste des Landes, das heute Ghana heißt. 20 davon stehen noch heute. Ich habe einige besucht. Elmina. Portugiesische Seefahrer erfanden den Namen, weil sie hier eine Mine, eine Goldgrube, vermuteten. Anfang 1482 brachte die Flotte Ziegelsteine an Land, Nägel, Holz und 800 Handwerker. Sie bauten die St. Georgsburg, Handelszentrum und Stützpunkt zugleich. Der König in Lissabon verlieh Elmina die gleichen Rechte wie einer portugiesischen Stadt. Kolumbus soll hier zu Gast gewesen sein. Aber dann, 1637, lag die holländische Kriegsflotte vor Elmina. Johann Maurits van Nassau eroberte die Festung für die niederländischen Generalstaaten. Auf einem Grabmal eine Inschrift von einem Predikanten aus Veere in Seeland. Elmina wurde der wichtigste Hafen für die Fregatten der Westindischen Kompanie und das Hauptquartier für den blühenden Afrikahandel der Holländer. Sie mussten sich allerdings gegen scharfe Konkurrenz der anderen europäischen Nationen wehren. Die Niederländer bauten oder eroberten an der Goldküste Schlösser, die sie Oranje nannten, Batenstein, Nieuw Amsterdam, Leidsamheit oder Koenraadsburg. Das Schloss von Elmina, vor über 500 Jahren gebaut, ist wahrscheinlich das älteste europäische Bauwerk in den Tropen überhaupt. Eigentlich müsste man so etwas wie Stolz spüren, wenn man es besucht zum ersten Mal. Stolz über so viel europäische Wertarbeit an Westafrikas Küste. Aber stolz kann man gar nicht sein, wenn man um die Grausamkeiten weiß, die hier hinter diesen Mauern jahrhundertelang von Europäern verübt wurden. Das Schloss Elmina ist heute ein makabres Museum, eine Gedenkstätte der Sklaverei. Vor allem im 17. und 18. Jahrhundert waren schwarze Menschen in den Pflanzungen Amerikas eine begehrte Ware, für die Europäer an der Goldküste profitable Objekte. In der Wand verrostete Reste der Nägel, an denen ihre Ketten befestigt waren. Sklaven aus dem Hinterland an die Küste verschleppt, warteten hier zu Hunderten zusammengepresst auf die Schiffe. Jeder dieser Menschen brachte dem europäischen Zwischenhändler an der Goldküste einen Nettogewinn
von mindestens 90% ein. Joseph Basso Kwanza, ehemaliger Armeeoffizier, ist der Museumsführer. Now, the two rooms over here, they are cells. Diese zwei Räume hier, sagt er, das waren Strafzellen. Wurde ein Sklave aufmüpfig, dann wurde er zunächst einige Tage lang hier eingesperrt. Wenn jemand offended, they'll bring him for a couple of days for the change. Half das nichts, dann kam er in das Verlies nebenan. Dort ließ man ihn verhungern. Wer hinter dieser Tür verschwand, verschwand aus dem Leben. Deshalb das Bild mit dem Totenkopf. Der Museumsführer findet es nicht leicht, tagtäglich mit solch grausamen Erinnerungen zu leben. Aber was wollen Sie, sagt er, das war nun einmal so, wir werden es nicht ändern. Joseph Basso Kwanza ist ganz der Offizier AD. Manchmal waren die ja ganz ungezogen, unsere Vorfahren, sagt er. Und dann musste man halt strafen, Disziplin muss sein. But we can't help it, you see, because in the olden days, our ancestors, they were stubborn enough, see, so actually there must be some punishment for them. In der Kapelle der Portugiesen richteten die Holländer eine Verkaufshalle ein. Rechts standen die Sklaven. Links, in der kleinen, grün angestrichenen Kammer, suchten sich die Händler ihre Exportware aus. Durch diese schmalen Schlitze. Aus Angst vor ihren Opfern blieben sie unsichtbar. Ja. Good morning. Good morning. And then welcome to St. George Castle. Eine Besuchergruppe aus dem Nachbarland Togo. In diesem Innenhof, unter den Gemächern des holländischen Gouverneurs, waren die weiblichen Sklaven eingesperrt. Der Museumsführer erzählt Anekdoten, deren Wahrheitsgehalt allerdings zweifelhaft ist. Es gibt viele niederländische Familiennamen in Ghana, sagt er, und das stimmt. Now we've got some names, such as Boham, Vroom, Van der Boy, Van Dijk, De Veer, Van der Pala. Er glaubt zu wissen, woher die Namen stammen. Der Gouverneur und seine Mannen schauten regelmäßig von der Balustrade hinab und suchten sich die jüngsten und attraktivsten Sklavinnen aus. Die mussten dann über diese Leiter hinauf in das Zimmer eines der Holländer. Manch eine Sklavin konnte sich auf diese Weise freikaufen und oft wurden ihre Kinder anerkannt. Daher die vielen holländischen Namen in Ghana. Gegenüber in der Kapelle waren die Händler und Seeleute aus den sieben Provinzen aber ganz die alten Calvinisten. Ein Spruch aus dem Wallfahrtslied, Psalm 132. Der Herr hat Zion erwählt und es gefällt ihm, dort zu wohnen. Dies ist die Stätte meiner Ruhe ewiglich. Die protestantischen Holländer waren anfänglich entschiedene Gegner der Sklaverei, die von katholischen Portugiesen betrieben wurde. Erst als das Geschäft reichliche Gewinne versprach, entdeckten sie sogar Bibelsprüche, um den Sklavenhandel zu rechtfertigen. Nach vorsichtigen Schätzungen wurden mindestens 11 Millionen Afrikaner nach Amerika exportiert, ein Fünftel von ihnen starb unterwegs. Heinrich Heine beschreibt in seinem Gedicht das Sklavenschiff einen holländischen Kapitän. Der Supercargo-Meneer von Cook sitzt rechnend in seiner Kajüte. Er kalkuliert der Ladung Betrag und die probablen Profite. Der Gummi ist gut, der Pfeffer ist gut, 300 Säcke und Fässer, ich habe Goldstaub und Elfenbein, die schwarze Ware ist besser. 600 Neger tauschte ich ein, spott Wohlfeil am Senegalflusse. Das Fleisch ist hart, die Sehnen sind stramm, wie Eisen vom besten Gusse. Ich habe zum Tausche Branntewein, Glasperlen und Stahlzeug gegeben, gewinne daran 800%, bleibt mir die Hälfte am Leben. Sonntagmorgen in Cape Coast. Die Festung wurde von den Schweden gebaut, von den Holländern erobert und dann, 1665, zum Hauptquartier der Briten an der Goldküste. Kirchen bauten die Europäer erst sehr viel später in Afrika. Es ist Sonntagmorgen, man flickt seine Netze und man besucht den anglikanischen Gottesdienst.
dass damals 1500 Sklaven in den Kerkern vom Cape Coast lagen, ach, das gehört für die Menschen hier zur Vergangenheit. Sie haben gelernt, mit der Geschichte genauso zu leben wie mit der monumentalen Architektur. Die hohe Mauer spendet Schatten, das ist auch etwas wert. Die Festung Cape Coast beherbergt heute ein kleines Museum und, dafür war der Bau ja schließlich gedacht, ein Gefängnis. In der Castle Bar treffen sich Maxwell, Alex und Ebenezer zum sonntäglichen Frühstück. Das saftige, kräftige Pidgin, die Handelssprache, derer sich damals Europäer und Afrikaner bedienten, wird noch heute überall an Westafrikas Küste verstanden. Es ist eine Mischung aus Englisch, Portugiesisch und afrikanischen Sprachen. Then bring them to Castle. Then take them for Europe. Then take them for America. They took them. Kwana, kwana. Der Sklavenhandel, das wissen Sie aus der eigenen Überlieferung, war nicht nur das Werk der Weißen. Sie sind sich einig. Die eigenen Könige und Häuptlinge, die Chiefs, haben damals kräftig mitgemischt. Die Festung an Emabu, auch sie heute ein Gefängnis, wurde von den Holländern gebaut. An diesem Sonntag versammeln sich in Anemabu alle Chiefs aus der Gegend zu ihrem jährlichen Festival, einer Art Gipfeltreffen. Unter bunten Sonnenschirmen lassen sie sich durchs Dorf tragen. Ihre gesamte Hofhaltung haben sie mitgebracht, Diener, Tänzer und Musiker. Wenn die Chiefs, gerade die an der Küste, bis heute so mächtig geblieben sind, dann nicht zuletzt, weil sie von Anfang an die Vertrauensleute der weißen Händler waren. Bevor die Europäer kamen, galten die Küstenvölker und ihre Chiefs als nichts Besonderes. Weil sie aber den Eindringlingen Gold und Elfenbein verkauften, gewannen sie ein Reichtum und dann Macht. Dass sie auch mit menschlicher Ware handelten, ihre eigenen Leute verschacherten, macht sie bis heute bei vielen Völkern im Hinterland als Kollaborateure der Weißen suspekt. Der Staatschef ist da. Der junge Fliegerleutnant Jerry Rawlings hatte mit ehrgeizigen revolutionären Zielen geputscht. Aber inzwischen weiß er, dass er ohne die Chiefs nicht regieren kann. Und so muss auch er ihnen Respekt zeigen oder zumindest so tun, als ob. Seine Rede hält der Staatschef abwechselnd in einer der Küstensprachen und dem Englischen aus der Kolonialzeit. Sein Thema, wie so oft, Eigenverantwortung und Selbsthilfe. Die Ghanaer sollten endlich mal einsehen, dass ausländische Hilfe allein nicht reicht, dass nur sie selber ihres eigenen Glückes Schmied sein können. Gerade hier in Anemabu, sagt Rawlings, gerade hier, wo viele unserer Vorfahren als Sklaven über den Atlantik verschleppt wurden, müsstet ihr kapieren, dass man nur gemeinsam an einer besseren Zukunft arbeiten kann. Eine Asafo-Gruppe erweist dem Staatschef die Ehre. Asafos, das sind Veteranenclubs, fast sakrale Geheimbünde, in die bis heute die Nachkommen jener Afrikaner aufgenommen werden, die damals gegen die weißen Eindringlinge kämpften oder mit einer europäischen Nation gegen die andere. Die Asafos haben überall an der Küste ihre bunt dekorierten Clubhäuser. In Gips sind die Feinde abgebildet, die übers Meer kamen, und die legendären Häuptlinge, die sie bekriegten. An der Goldküste ist Geschichte gegenwärtig, aber die Menschen von Ghana bedrückt sie offenbar nicht. Sie begegnen jedem Europäer selbstbewusst, ohne Vorurteile, mit Humor.
Aus den Annalen der Festung Gekost. Samstag, der 29. Mai 1780, 8 Uhr. Die sieben Maurer befestigen den Neubau noch vor den Regenfällen, die jede Zeit zu erwarten sind. Drei Mann backen Steine, vier Zimmerleute arbeiten an den Leitern zwischen der östlichen und der westlichen Bastion. Drei Schmiede machen Schiffsnieten, sechs Böttcher stellen Schnapsmaßbecher her, drei Waffenmeister putzen die Gewehre. Die Europäer lebten in prächtiger Isolation. Der Strand unten am Sklaventor, wo die Fischer an Land gehen, heißt noch heute Abro vom Proano, Strand des Weißen Mannes. Aber außer zum Handeln verkehrten nur wenig Weiße freiwillig mit den Menschen, die am Fuße ihrer Festung lebten. Nachts war es ihnen sogar verboten, das Schloss zu verlassen. Es herrschte eiserne Disziplin in den Burgen, denn man musste täglich auf Angriffe von See her gefasst sein, von Piraten oder Flottenverbänden einer anderen seefahrenden Nation. Als einziger Zeitvertreib wurde der Suff toleriert. Ein holländischer Buchhalter schrieb 1703, ich gebe gerne zu, dass ich gelegentlich ein gutes Glas Wein trinke und morgens meistens ein Glas Branntwein oder Likör de Canaille zu mir nehme. Aber ich möchte wissen, wer das in diesem Wehmutsland nicht tut. Außerdem ist es allein schon für die eigene Gesundheit notwendig. Die Weißen lebten isoliert, starben isoliert und wurden auf dem eigenen Friedhof begraben. Gegen Malaria, Dysenterie und Gelbfieber gab es keine Medikamente. Westafrikas Küste wurde bald als das Grab des Weißen Mannes weltweit berüchtigt. Ähnlich wie damals in den Burgen unter Palmen leben noch heute viele Europäer in Afrika. Gerade die Weißen, die in den Tropen als Kaufleute arbeiten, bleiben privat am liebsten unter sich. Weil man damals schwarze Menschen zu Handelsware degradierte, entstand in europäischen Köpfen ein Rassismus, der noch längst nicht ausgeräumt ist. Chamar ist eine kleine Festung, die Architektur von erstaunlicher Eleganz. 1526 von Portugiesen erbaut, wurde das Schloss 100 Jahre später von den Holländern erobert und danach wechselte es nicht weniger als viermal den Besitzer. Es war reine Gewinnsucht, die europäische Händler immer wieder an die Goldküste lockte. Am profitabelsten war das Dreiecksgeschäft. Flinten, Fusel, Glasperlen und Kattun aus Europa gegen Gold und Sklaven aus Afrika. Die Sklaven wurden dann nach Amerika transportiert und dort gegen Zucker, Rum und Baumwolle für den europäischen Markt getauscht. Die afrikanischen Kaufleute und Könige an der Küste lernten bald ihre Pappenheimer in den Schlössern kennen. Sie profitierten vom Wettbewerb zwischen den Europäern, die sich immer wieder überboten, und Minderwertiges ließen sie sich bald nicht mehr andrehen. Dennoch, bei Gewinnmargen von 150% für Gewehre bis zu 550% für Glasdosen profitierten nur die Europäer, hatten die Afrikaner das Nachsehen. Das Schloss gehört heute, wie die anderen auch, dem ghanaischen Staat. Und der fand eine sinnvolle Verwendung für das europäische Gemäuer. In Chamar wurde die Gemeindeverwaltung untergebracht. Der Gemeindesekretär Joseph Gueno. Es macht mir gar nichts aus, hier zu arbeiten, sagt er. An den Sklavenhandel und die vielen Grausamkeiten, daran denke ich kaum. Wissen Sie, unsere Vorfahren waren damals noch gar nicht entwickelt und gegen die Gewalt der Weißen vermochten sie nichts. An der Wand eine Telefonklingel aus der britischen Kolonialzeit, als Ghana noch Goldküste hieß. Sie funktioniert genauso wenig wie
wie der Apparat der Post, die im ehemaligen Kerker der weiblichen Sklaven untergebracht ist. Ersatzteile nämlich müssen in Europa bestellt werden und dafür fehlen in Ghana die Devisen. Die Handelsbedingungen werden immer noch von den Weißen diktiert und sie sind genauso unfair wie damals. Afrikanische Soldaten, damals für die holländischen Kolonialkriege in Indonesien zwangsrekrutiert, brachten aus Java bunte Batikstoffe mit. Sie wurden sofort ein Renner. Holländische Fabrikanten entdeckten die Marktlücke und stellen die Stoffe bis heute eigens für Westafrika her. Auch der Schnaps, ein minderwertiges Produkt, wird immer noch extra für den afrikanischen Markt in Rotterdam distilliert. Ich habe heute eine Flasche gekauft, weil ich den Chief von Princestown besuchen will. Schnaps ist, heute wie damals Tradition verpflichtet, das geeignete Gastgeschenk. Die holprige Piste ist nur in der Trockenzeit befahrbar. Der Name Princestown, so wurde mir erzählt, sei eine Verballhornung von Prussiantown, Preußenstadt. Denn hier bauten die Männer des brandenburgischen Kurfürsten Friedrich Wilhelm ein Schloss. Großfriedrichsburg, da oben auf dem Berg, das wird es wohl sein. Intakte, solide Wertarbeit. Aber zunächst, das gehört sich so, muss ich beim Chief meine Aufwartung machen. Der Junge lotst mich zu seinem Haus. Aber dort heißt es, dass der Chief zunächst seinen Ältestenrat versammeln will. Wir sollen uns gedulden und ihn später unter dem heiligen Baum treffen. Etwa 3000 Menschen leben in Princestown, wer weiß wovon. Fischerboote haben sie kaum und eine Krankheit hat dieses Jahr die gesamte Palmnussernte vernichtet. Otto Friedrich von der Gröben, ein preußischer Major, der 1683 im Auftrage des Kurfürsten hier an Land ging, sah das etwas idyllischer. Sie sorgen sich vor keine Schuhe, Strümpfe, Hut noch Kleider, trinken Wasser, essen ein wenig Milli oder Reis, so ihnen ihre Plantagen häufig dargeben. Dabei seien sie lustig, singen, springen, jauchzen und jubilieren, wissen nichts von Sorge oder Begierde des Reichtums. Endlich, wir mussten 2 Stunden warten, empfängt uns der Chief unter dem heiligen Baum. Sein Linguist, der Sprecher vom Hofe, erhebt sich, aber dummerweise gegen jede Etikette spreche ich den Chief direkt an. Nana, das bedeutet Häuptling, Nana Kundumoa IV. Ist erst 32 und Volksschullehrer. Vor 3 Jahren wurde er von den Ältesten zum Chief gewählt. Der junge Chief trägt an der rechten Hand die Glasperlen, mit denen die Weißen damals zahlten, und an der linken das Gold, um das sie sich damals an der Küste schlugen. Damals, als das Schloss gebaut wurde, haben meine Leute den Preußen kräftig geholfen. Sie besorgten Holz aus dem Urwald und stellten sich als Arbeitskräfte zur Verfügung. And they also produced their labor to put up the castle. Ich möchte wissen, ob die Menschen hier im Dorf noch böse Erinnerungen aus jener Zeit haben. Bad memories? Not at all. Are you sure? Yes, not at all. But they came as strangers. Nein, nein, überhaupt nicht, sagt der Chief. Da bin ich ganz sicher. Aber die Deutschen kamen doch als Eindringlinge, als Eroberer. They came as traders. Yes. Er korrigiert mich. Sie waren gleichwertige Geschäftspartner. Und natürlich schlossen sie mit seinen Vorfahren einen korrekten Vertrag über den Bau der Festung ab. Ich frage ihn, ob im Dorf aus der Zeit der Preußen Anekdoten, Zwischenfälle oder sonstige Ereignisse überliefert wurden. Die Frage kann der junge Chief nicht beantworten. Er muss die Alten konsultieren. Something about that.
und die berichten von den vielen Kriegen. Sogar nachdem die Preußen schon längst gegangen waren, sagen sie, haben die Menschen von Princestown das Schloss immer noch gegen die Holländer verteidigt. Aus dem Reisebericht des Major von der Gröben. Den 1. Januari 1683 brachte Kapitän Voss die große kurfürstlich-brandenburgische Fahne vom Schiffe, die ich mit Pauken und Schalmeien aufgeholt, an einem hohen Flaggenstock aufziehen lassen. Und weil seiner kurfürstlichen Durchlaucht Name in aller Welt groß ist, also nennete ich auch den Berg den großen Friedrichsberg. Großfriedrichsburg gleicht eher einem preußischen Gutshof als einem militärischen Stützpunkt. Dass der Bau so gut erhalten ist, liegt nicht nur an der Qualität der importierten Materialien. Die ghanaische Regierung pflegt die Denkmäler so gut wie es geht. Kurfürst Friedrich Wilhelm träumte immer schon von Schifffahrt und Kolonien. Brandenburg-Preußen sollte eine seefahrende Großmacht werden. Aber erst 40 Jahre nach seiner Thronbesteigung und nur mit Hilfe holländischer Admiräle und Kaufleute konnte er seinen Traum verwirklichen. Die Gründung der Brandenburgisch-Afrikanischen Kompanie, den Bau der Festung Großfriedrichsburg. Völlig intakt, eine Kasematte aus gelben Ziegelsteinen, die als notwendiger Ballast in brandenburgischen Segelschiffen aus Königsberg nach Westafrika transportiert wurden. Und auch hier dunkle Verliese, in denen Sklaven auf die Atlantiküberquerung warten mussten. Ein Augenzeuge, der Seemann Johann Peter Oettinger, berichtete. Welch ein Schauder überkam mich beim Betreten der Räume, in denen die unglücklichen Opfer untergebracht, beim Einatmen der stickigen Atmosphäre, in der dieselben zu leben gezwungen waren. Krampfhaft zog sich das Herz zusammen, als ich solche dem Äußeren nach menschlich gebaute Wesen wie das Vieh behandelt sehen musste. 30.000 Menschen oder mehr haben die Brandenburger aus Afrika verschleppt. Lange dauerte das preußische Abenteuer nicht. Es scheiterte an Schlampigkeit vor Ort, an Intrigen in Berlin. Die Kompanie wurde verkauft und 1724 wurde das Schloss trotz des Widerstands des damaligen Chiefs von Princestown endgültig von den Holländern erobert. Friedrich Wilhelm I., der Enkel des großen Kurfürsten, erklärte später, dass wir dieser afrikanischen Kommerzienwesen jedes Mal und von aller Zeit her als eine Chimäre angesehen. The people and the chiefs. Das Volk und die Chiefs von Princestown, sagt Nana Kundu Moa ganz offiziell, wären den Deutschen dankbar, wenn sie uns bei der Restaurierung des Schlosses sowie beim Bau einer geteerten Zufahrtsstraße helfen könnten. Der Chief setzt offensichtlich ganz auf den Tourismus. Könnte das seinem Dorf nicht auf Dauer schaden, frage ich. Ganz im Gegenteil, sagt er, jeder Zoll der gewiefte Händler von der Goldküste. Die Touristen werden den Namen unserer Stadt mit nach Hause nehmen. Und das ist gut so, denn sonst bliebe Princestown für ewig im Verborgenen. Princess is always in darkness. Thank you very much. Thank you.